Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kingdom Rush Frontiers. Und wir gucken mal kurz, wir haben jetzt einen neuen Helden ausgewählt, wir gucken mal ganz kurz, ob wir hier irgendwo einen Helden tatsächlich benutzen können. Ich weiß, kann man eigentlich fast nie, aber hier zum Beispiel kann man es, ja. Manchmal kann man es nämlich doch. Weiß zwar nicht, ehrlich gesagt auch nicht ganz warum, aber das ist wahrscheinlich, die sagen halt, okay, das Level ist jetzt ein bisschen schwieriger vielleicht als heldenhaft. Und deswegen kann man dann den Helden trotzdem benutzen und auch bei Eisern. Und ich hätte jetzt gesagt, so können wir ihn ein bisschen leveln und vor allem ein bisschen anspielen, weil ich dachte mir jetzt dann zwar, okay, das wäre schon cool, wenn wir ihn direkt in einen neuen Level probieren, aber das Problem ist ja, es geht ja nicht nur ums Ausprobieren, das Problem ist ja auch, seine Fähigkeiten sind ja wirklich ganz schön weit unten. Und wenn er uns gar nicht taugt und oder er einfach nicht besonders gut ist, wäre es natürlich jetzt blöd, wenn wir deswegen dann 20 Minuten in einem Level verbringen, nur um es dann im Endeffekt nicht zu schaffen oder halt nicht mit 3 Sternen zu schaffen. Und deswegen dachte ich mir, können wir ihn ja so ein bisschen ausprobieren. Geht natürlich nur, solange wir auch noch solche Level zur Verfügung haben, ne? Ah, hier müssen wir tatsächlich 2 Dinger verteidigen, ne? Damn. Also das ist jetzt Level 4. Was kommt denn hier? Ah, er kann sich teleportieren. Okay, das ist schon mal ein heftiges Upgrade. Andererseits ist er natürlich auch deutlich schwächer, sag ich mal. Also halt vom Leben her und so. Er hat jetzt 160 Leben und keine Rüstung. Also er wird sehr viel schneller sterben, fürchte ich. Das heißt, wir könnten ihm auch gleich mal eine Protection geben hier. Hier können wir Artillerie machen. Hier können wir auch Artillerie machen. Und auch eine Baracke. Was kommt hier jetzt? Sandhund. Was waren Sandhunde? Das waren die, wo im Boden kriechen, ne? Genau, das heißt, sie sind unverwundbar, wenn man... wenn man sie nicht aufhält. Ja, gucken wir mal, was kommt. Ah, die Hunde. Ach nein, das sind die Sand... Oh. Ach nee, das, was ich meine, ist, glaube ich... Oh, das ist was anderes, ja. Ja gut, das ist jetzt natürlich, ja... Das müssen wir wahrscheinlich nochmal neu starten. Upsi, mein Fehler. Okay, diese Verfolgungsraketen sind ganz cool. Aber die haben jetzt nicht wirklich viel Schaden gemacht, muss ich sagen. Das sah auf jeden Fall cool aus. Und hat auch immer ihr Ziel getroffen, genau. Alter, das sieht echt heftig aus. Aber schau euch das mal an, das macht fast keinen Schaden. Also selbst wenn alle drei einen Gegner treffen, stirbt er nicht mehr dadurch. Und das bei den schwachen Gegnern. Und er ist tatsächlich gestorben. No. Nivus. Damn. Ja gut, ist vielleicht auch nicht die beste Position, wo ich ihn hingestellt habe. Und ich konnte jetzt auch leider nicht so genau darauf achten, was der so treibt. Ja. Das ist auf jeden Fall schon ein toughes Battle hier. Also ist jetzt kein Selbstläufer, der junge Mann. Ach so, wisst ihr, was das Problem ist? Wir haben hier... Ah, nee, doch nicht. Ach, das ist bei Eisern erst. Oder? Nee. Ich dachte, ich hätte gerade gelesen, Turmverbesserungen 2. Level 2. Aber wir sind ja auf Level 2 so gesehen, oder? Das nächste Upgrade wäre jetzt Level 3 dann. Ja, das ist halt das Problem, du darfst dich halt nicht in den Nahkampf verwickeln lassen. Das war schon immer das Problem mit diesen Fernkämpfern. Ah, die Dinger meinte ich. Wie heißen die nochmal? Dünenschrecken. Ja, okay. Ja, die meinte ich eigentlich. Keine Ahnung, warum ich dachte, dass die Sandhunde heißen. Oh ja, der macht echt keinen Schaden. Damn. Okay, einen hatte einen... Ein Gegner macht immer einfach so One-Shot-mäßig weg. Das ist ganz nice. Ja, aber es hat jetzt auch nicht so... So krass stark ist er jetzt nicht. Und vor allem, man muss bedenken, das hier ist ein schwaches Level. Also hier sind die Gegner erstens anfällig für Magie. Beziehungsweise haben sie keine Magieresistenz. Und, ja, also allgemein sind es jetzt nicht wirklich Gegner, die irgendwas können, so wirklich. Also ein bisschen natürlich schon. Ein bisschen Schaden machen sie und sowas, aber... Ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie starke Gegner werden. Eigentlich genau das Gegenteil davon. Na doch, doch, es geht. Komisch. Irgendwie habe ich vorher gelesen, dass man Level 2 Maximum ist, aber wie gesagt, kann sein, dass das dann bei Eisern war, nicht hier. So. Oh, perfekt. 5 auf einmal. Ah, okay, doch. Aber wir kriegen auf jeden Fall alle 5 heftig Schaden. Das Boost. Oh nice, 2 hat er auch noch direkt entfernt, auch cool. Ja, das Hauptproblem ist tatsächlich sein Leben. Man kann ihn zwar gut in Sicherheit bringen, seine Range ist auch ganz nice.
Sein Leben ist nicht so geil. Also sobald er mal wirklich, also selbst wenn er hinter die ganze Zeit hinter Baracken steht, sobald er einmal von Gegnern angegriffen wird, erstens verliert er dadurch seinen Vorteil, den Fernkampf Mage Attack. Und zweitens, ja, stirbt er doch einfach sehr schnell, wenn man ihn mal kurz aus den Augen lässt, ne? Das mit dem Hin- und Her teleportieren ist allerdings richtig nice. So kann er immer direkt da helfen, wenn er auch wirklich braucht. Weil es natürlich dann auch wieder relativ lange dauert, bis er sich teleportiert. Ist halt dann nervig, wenn du es sofort brauchst, dass er moved. Und ich weiß nicht, der macht jetzt echt nicht so viel Schaden, ne? Das Niceste sind wirklich seine, ja, wenn der Gegner einfach entfernt vom Spielfeld quasi. Das ist eigentlich das Beste. Ist natürlich auch ein heftiger Skill, ne, muss man sagen. Ich meine, wenn er alles andere noch perfekt könnte, dann wäre er ein bisschen zu stark wahrscheinlich. Aber ja. Ich bin nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Ich habe ihn mir cooler vorgestellt, muss ich ehrlich zugeben. Aber genau deswegen wollte ich ihn eben austesten. Weil so ein Main-Level jetzt damit zu spielen, war ja bei den Echsen deutlich besser leveln könnte tatsächlich. Aber bei den Echsen habe ich es jetzt ja im vorigen Level, also weiß ich jetzt nicht, ob es am nächsten Level genauso funktionieren würde. Aber habe ich ja im vorigen Level dann, damals so gemacht, dass ich, drei Baracken hatte da stehen, plus die Artillerie, und wenn er da einfach dahinter gestanden hätte, das wäre perfekt gegangen, sage ich mal. Aber heißt ja nicht, dass es bei jedem Level so, sage ich mal, gute Möglichkeiten gibt, dass der sich da so perfekt positionieren kann. Und vor allem auch hinter so vielen Baracken. Oder so, da. Okay, der Skorpion würde uns jetzt wahrscheinlich zum Verhängnis hier unten. Aber eigentlich nicht. Eigentlich müsste es noch gehen. Ja, genau. Weil der Magier da unten ist eigentlich relativ stark. Sollte nicht passen. Ich weiß nicht. Könnt gerne auch in die Kommentare schreiben, was ihr so von ihm haltet. Würde mich natürlich nicht sofort erreichen, weil ich immer ein bisschen auf Vorproduktion laufe. Sonst würde das ganze System des Uploads hier nicht funktionieren. Aber wie gesagt, also ich meine, allein die ganzen heldenhaften und eisernen Level, gut, davon gehen jetzt natürlich nicht alle mit Helden spielen, aber auch die späteren Level, die wir noch alle spielen werden, es wird noch einige Möglichkeiten geben, dann nochmal einen Helden zu wechseln, also keine Frage. Ja, und seine... Wait, what? Alter, ich dachte gerade, der... Er hat gerade einfach meinen Helden... Ich weiß es nicht, ich habe es nicht mal gesehen, aber anscheinend mit zwei Schüssen getötet. What the F? Okay, man. Einfach mal meinen Helden komplett einfach mal deaktiviert. Falls man das so sagen kann. Krass. Das ist echt krass. Als ob der jetzt genau die Typen trifft, ey. Come on, bro. Die Frage ist halt, wie stark wird er, wenn man ihn upgradet? Aber seine Fähigkeiten sind jetzt natürlich alle sehr, sehr schwach, muss man sagen. Die sind alle erst auf Level 1. Die würden alle nochmal deutlich verbessert werden, deutlichen Damage-Boost kriegen. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ah, oh, nevermind, hätte ich ihn gar nicht mehr hinschicken müssen. Ja, das ist wirklich die Frage. Jetzt hat sie einfach nochmal auf beiden Seiten ein paar Baracken hinstellen, damit das einfach nochmal ein bisschen geslowdowned wird. Wo ist mein Held eigentlich? Da oben da. Ich weiß nicht. Ich bin echt nicht überzeugt, muss ich zugeben. Ich würde gerne noch die andere ausprobieren, diese Dride oder wie die heißt, wo ich immer die ganze Zeit den Namen falsch ausspreche. Dridren, glaube ich, oder Dridre oder irgendwie so. Check's jedes Mal wieder nicht. Bei dir irgendwie die Türme verstärkt. Die hat ja diese Zaubersprüche und das ganze Zeug. Die hört sich echt interessant an. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie gespielt bei Kingdom Rush. So quasi ein Supporter, so gesehen. Supporter für die Türme. Kann interessant sein, auf jeden Fall.
Also, mal gucken, wie das so wird. Oh, da kommen zwei von den, na, ihr wisst schon was. So, unser Held legt sich mit einem Executioner an. Das ist keine gute Idee. Sein Synchronsprecher ist nice auf jeden Fall. Also sein Dub-Stimme ist cool. Boom shakalaka. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch andere ausprobieren. Also das hier ist kein endgültiges Ding. Da gefällt mir Eric ehrlich gesagt ein bisschen besser. Der Vorteil bei Eric ist halt vor allem mit seinen Sandsturmsoldaten, dass er einfach vier Gegner blockiert. Und das ist halt heftig, das kann der halt gar nicht. Der hat kein Festhalten, kein Slow. Dass er Gegner einfach verschwinden lassen kann, das ist ganz cool. Aber ich glaube, das ist auch nur bis zu einer gewissen Lebensgrenze. Also halt bei den schwachen Gegnern geht das natürlich die ganze Zeit. Okay, das ist alles cool. Aber an für sich, weiß nicht, da fehlt ein bisschen die... Also wenn, vor allem, wenn er so überrannt wird, da fehlt das... Wenn er überrannt wird, was macht er dann? Das fehlt. Da kann er eigentlich gar nichts tatsächlich. Aber man kann ihn dafür sofort überall auf der Map hin teleportieren. Aber das kann man bei vielen Magiern tatsächlich. Das ist bei Kingdom Rush eigentlich normal. Boah, das hat 11 Minuten gedauert. Wow. Okay. Haben wir noch einen Mage? Die hier ist auch noch ein Mage. Und genau, das war's dann. Also die beiden noch. Genau. Probieren wir vielleicht erst noch die hier als direkten Vergleich, weil sie mehr so ein Kampfmage ist, glaube ich. Fliegende Schädel, die bei jedem Angriff zusätzlich 50 Magieschaden... 50% Magieschaden verursachen. Wirft Schädel, die einem einzelnen Feind 18 Punkte Schaden zufügen, erhöht die Anzahl aktiver Schädel auf 3. Permanente Aura, die alle Feinde in der Nähe um 10% verlangsamt, ihnen geringen Schaden zufügt. Genau. Das zum Beispiel. Permanenter Slowdown für alle Gegner in der Nähe. Sticht eine Voodoo-Puppe und fügt 5 Feinden von der Art des Ziels jeweils... Sticht in eine Voodoo-Puppe und fügt 5 Feinden von der Art des Ziels jeweils 40 Schadenspunkte zu. Okay, wie viel Grundschaden hat die? Okay, die hat viel weniger Grundschaden. Die hat nochmal weniger. Ah, okay. Hört sich aber auf jeden Fall interessant an, diese permanente Slowdown-Aura vor allem. Oh, jetzt hat es aber nicht jeden Skill, dann machen wir es nochmal rückgängig. Oh, wow, okay, das hier ist so teuer. Ja gut, probieren wir die mal. Also direkten Vergleich, sie ist zwar jetzt kein, ja, auch ein Kampfmagier, aber jetzt nicht so genau die gleiche Art. Auch mehr so Utility ein bisschen. Okay, wir haben keine, oh boy, keine Baracken. Keine Baracken, dafür 5 von den Dingern, ey. Diese niederträchtigen Hunde lieben ihren Grog, sie teilen ihn nur, indem sie ihn anzünden und werfen. Herausragende Kämpfer, die den Kampf lieben und für den meistbietenden auf Beute zu gehen. Okay, probieren wir es mal mit... Okay, probieren wir es mal so. Jetzt bin ich mal gespannt. Vor allem, wie sich ihre permanente Aura auswirkt hier. Wow. Also ich will ja nichts sagen, aber so auf den ersten Blick ist sie ganz schön viel stärker, oder? Kommt mir das nur so vor. Also der Grundschaden mag extrem gering sein, aber ihre Fähigkeiten, da kommt dann nichts durch. What am I watching, dude? Fairerweise muss man allerdings sagen, dass die Gegner, die gerade kommen, wirklich auch die allerschwächsten so sind. Vorher kamen ja auch die ganze Zeit diese mit den Turbanen und so, die ein bisschen stärker schon waren. Okay, und alle, die von der Aura betroffen werden, sind so lila unterlegt, macht jetzt natürlich nicht wirklich viel Schaden, ist ja klar. Aber sind auf jeden Fall langsamer, das merkt man ein bisschen. Genau, ich achte gar nicht auf meine Söldner. Einer ist auch schon gestorben, lol. Das sollte eigentlich nicht so passieren.
Okay, aber so far? Ja gut, okay, gegen die Maskierten, gegen die mit den Turbanen hat sie auch schon mehr Probleme. Merkt man sofort. Hat viel, viel mehr Leben jetzt plötzlich verloren. Ja, ich weiß auch nicht so ganz. Aber dieser Voodoo-Puppenstich, das war das übrigens am Anfang, wo alle so, wo jeder so ein, ja genau das jetzt. Das ist, das finde ich persönlich heftig. Fünf Arten, also fünf Gegner der gleichen Art des Ziels. Und bei denen sind ja alle die gleiche Art quasi. Das ist ja legit immer der gleiche Gegner sogar. Zumindest momentan. Das ist schon geil. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Oh. Damn. Yeah, I like it, man. Oh, wow. Okay, der Wüstenhund macht ja extrem viel Schaden bei der. Damn. Aber vom Hocker hauen tut sie mich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. So, auf den ersten Blick finde ich sie besser als Nivus tatsächlich. Wobei man sie jetzt wieder nicht so steuern kann, ne? Genau. Also man kann sie schon steuern, aber... Naja, sie kann sich nicht teleportieren, das wollte ich eigentlich sagen. Genau, also sie kann quasi jetzt nicht so über die ganze Map einfach wieder jumpen. Mit einem Teleport. Das ist natürlich auch wieder ein Nachteil. Allerdings hatte ich das mit Alric auch nie. Ich meine, das sind wir eigentlich gewöhnt. Ja, schwierige Sache, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch die andere ausprobieren. Um hier einen fairen Vergleich zwischen den Magiern ziehen zu können. Bei den Kämpfern bin ich mir schon ziemlich sicher, dass mir keiner besser gefallen wird als Alric. Cronan kenne ich. Die Schützin, die ist, glaube ich, nicht schlecht. Die kann man auf jeden Fall nochmal zocken. Aber das ist halt das Problem. Das ist das, was ich hier... Oh mein Gott, sie wurde fast gekillt von den Kanonen. Das ist halt das, was ich meinte. Was mich so ein bisschen stört, dass du in Kingdom Rush nicht die Chance hast, wirklich jeden Helden auf Level 10 zu leveln, weil es einfach zu lange dauert. Also ich meine, du kannst es natürlich schon machen, einfach so just for fun. Aber jetzt so während dem regulären Spiel, sage ich mal, selbst wenn du immer einen neuen Helden, also selbst wenn du immer einen Helden Level 10 machst und dann den nächsten nimmst, du hast das Spiel dreimal durchgespielt, bist du auch nur noch die Hälfte der Helden auf Level 10. Also du hast nicht mal ansatzweise die Hälfte der Helden Level 10. Bis du am Ende vom Spiel angelangt bist. Also, selbst wenn du die ganze Zeit wechselst. Das ist halt das Ding. Ich meine, es. Ja, okay. Ich meine, das will man erwarten. Man muss sich halt in irgendeiner Form dann auch mal für einen Helden einfach entscheiden. Und kann halt nicht wirklich die ganze Zeit jeden Helden mal spielen. Okay. Muss man so gesehen auch irgendwo akzeptieren. Ist dann für sich ja auch eigentlich nicht so schlimm. Aber dadurch, dass es halt einfach so unglaublich viele Helden gibt, finde ich es halt einfach krass, dass das Leveln dann entsprechend extrem lange dauert. Genau. Aber die gefällt mir besser. Auf jeden Fall. Die könnte ich mir definitiv vorstellen. Als permanenten Helden. Allerdings auch nicht in jedem Level. Das ist halt auch noch so ein Ding. Man kann ja für gewisse Level auch einfach die Helden nochmal wechseln. Das ist auch nicht schlimm. Genau, für zwei können wir uns jetzt tatsächlich gar nichts mehr holen für zwei Sterne. Und dann würde ich sagen, sind wir hier an dieser Stelle auch schon wieder am Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Macht's gut, rein und bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.